Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Es ist wieder soweit, Cops vs. Racer Most Wanted. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wir haben vor einigen Tagen mal so ein bisschen so einen Offscreen-Test gemacht. Ein bisschen, ja, an den Regeln rumgespielt, um das einfach so ein bisschen zu finalisieren. Denn das große Ziel ist ja natürlich, irgendwann so ein Next-Level-Most Wanted zu machen. Aber dazu braucht man halt natürlich einen guten Grundstein, ein gutes Fundament. Und uns ist aufgefallen, dass weniger manchmal mehr ist und manchmal ist mehr auch mehr. Ja, wie ich das meine, erfahrt ihr gleich. Ich grüße erstmal alle, die heute mit dabei sind. Wir haben Andy, Rauschi, Ace, Dario, Date, Husbit, Lukas, Stui, Ace Rider, Zintera und Stifler am Start. Grüß euch. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen. Hallo. Ja, was hat sich groß geändert? Also wir haben ja eine längere Zeit die Mitsubishi Evos getestet, die Rallye-Einheit von der Offroad Edition. Haben aber jetzt schlussendlich durch ein paar Tests gemerkt, die macht einfach keinen Sinn und haben sie rausgestrichen aus dem ganzen Konzept. Dafür gibt es jetzt ein paar mehr Audis, die so als neue Standardeinheit fungieren. Aber dem einen oder anderen fällt vielleicht schon auf, der ja etwas special designte Audi aus Safety BIP ist jetzt mit dabei. Und zwar, das ist unsere neue Präsidentenkarre. Ja, der Präsident kriegt ein eigenes Fahrzeug, der hat auch ein etwas stärkeres Tuning als die anderen Audis, fungiert so quasi ja als, ich sage jetzt mal, Mittelsmann, ja, der so zwischen den Special-Einheiten, die ein bisschen stärker sind, als auch ein bisschen stärker als die Standardeinheiten. Ja, das ist eigentlich so die neue Geschichte. Also im Prinzip ein bisschen weniger Einheiten, aber so von der ganzen Auslegung her hat es sehr, sehr, sehr gut gepasst. Also da kann man sagen, der Aventador als absolute Special-Einheit, daneben die zwei mit Hinterrad angetriebenen BMWs. Als Standardeinheit zusätzlich dann eben Camaro, auch Hinterradantrieb und dann eben sozusagen drei Standard Audi R6 und eben der Präsident, der so ein bisschen das Bindeglied ist und die Cayennes, die als Offroad-Einheit, Schrägstrich Straßensperren-Einheit da sind, gibt es weiterhin. Des Weiteren ist es auch so, da hat der Aventador sich einfach mal bei der Gurkha bedient und zwar diese Overwatch-Funktion hat das Fahrzeug alle 10 Minuten. Das heißt, in Spielminute 10 und Spielminute 20 darf der Aventador-Fahrer ja rechts ranfahren. Er ist quasi dann in dem Moment aus dem Geschehen raus, darf aber dann mal auf die Map gucken, wo ist denn der Racer und kann dann so lang die Position des Racers durchgeben, bis eine Verfolgung stattfindet. Wenn natürlich schon eine stattfindet, dann ist diese Funktion natürlich sinnlos, beziehungsweise macht dann keinen Sinn. So, das soweit zu den Regeln. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir gerne testen möchten, aber das ist so der Stand jetzt von dem ja, Offscreen-Test und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr gut funktioniert und ich hoffe, das klappt heute auch. In der ersten Runde werde ich den Präsidenten stellen und Andy wird der Racer sein und deswegen würde ich sagen, wir machen einen Cut und legen direkt los mit der ersten Runde. So, da geht's los. Er fährt einen weißen NSX, dürfte Baujahr um die 2000 sein, also der mittlere NSX. Wir sind bei der östlichen Flussstraße gewesen, er fährt aber in Richtung Driftclubstraße. Ja, also Richtung Teststrecke oder weiß ich wohin. Ist alles möglich. Schneit es jetzt gerade bei mir? Was ist hier los, Alter? Ist ja noch mehr Sommer. Deswegen habe ich vorher mein Spiel neu gestartet, weil ich nämlich noch von dem letzten Rennen der letzten Ausgabe noch die Schneeeffekte hatte. Lol. Ich find's cool. Schnee im Sommer, ey. Andi, ey, der Koks-Dealer, ey, wieder unterwegs, ey. Ja, solange ich genug Grip hab, ist mir das alles egal. Dann mal gucken, wie die Reifentemperatur ist. Welche Höhe war denn eigentlich? Ja, wie gesagt, der ist Richtung Driftclub. Der ist ganz im Norden gestartet. Okay, ganz richtig im Norden gestartet. Ist richtig warm, ist es nicht. Ja, bleibt einfach auf Position, das macht eh keinen Sinn, wenn der euch jetzt nicht direkt in die Ding fährt. Das ist jetzt echt lustig, ey. Überall Nebel und Schnee bei mir. Wie cool. Ja, die Reifen sind echt kalt. Also ich glaube, das wird auch nicht richtig berechnet. Moment, ich muss gerade mal gucken. War ich da Ray, 12 Grad? Ja. Naja, ist egal. Passt schon. Werden sie schon nicht zu heiß. So, ja, er hat auf jeden Fall das Fahrzeug sehr hoch gelegt. Ich glaube, es sind auch Offroad-Reifen drauf. Also das ist auf jeden Fall ein NSX, der auf jeden Fall auf Schotter und so ausgelegt ist. Das war die Strat, die er vorhatte. Und sehr so weiter. Spannend. Aber wie gesagt, müsste so ein um die, da es gibt ja eben den 1990er NSX rum, das müsste dann 2005. Genau, müsste so ein 2005er sein. Also es ist kein R, hat nicht diese Hutze oben drauf.
Nicht der GT, meinst du? NSXR, was meine ich? Schon der 2.5er, nur es war kein GT. So. Ja, der heißt ja NSXR oder GTR oder was weiß ich. NSXR, GTR. Nee, nee, also der normale heißt NSXR und der mit der Utze oben drauf heißt NSXR GT. Ah, okay. Ja, dann halt nicht der GT. Genau. Oh Gott, ich sehe es jetzt schon. Wir haben hier im Spiel schon wieder irgendwelche Leute, die meinen, mit Polizeiauto Ford Crown Victoria und Co. rumfahren zu müssen. Ja, Crown Vic interessiert uns ja nicht. Ja, war aber auch noch ein Audi, der ziemlich unserem ähnelte. Ja, das werden wir halt immer haben, leider. Ja, will ich nicht klären. Ich meine, gut, jetzt von der Polizeiseite bockt es nicht so, aber für Andi kann das halt schon nervig werden, ja. Deswegen auch nochmal an alle Zuschauer, wenn ihr seht, dass irgendein bekannter Name da mit so einem Cop-Auto rumfährt, dann haltet doch bitte Distanz, weil das schadet dann auch nur dem Format und das ist ja auch schade. Ihr wollt ja auch eine coole Folge sehen, die nicht da irgendwie beeinträchtigt wird. So, bis jetzt sehen wir ihn noch nicht. Oder mal Grüße an Playground Games, dass sie es vielleicht endlich mal schaffen, private Logos zu erstellen. Dann weiß ich, hier nicht mehr passieren, gebe ich dir schriftlich. Ich glaube auch nicht, dass das hier noch passieren wird, ja. Vielleicht im nächsten Teil. Aber vielleicht tun sie es dann bei Horizon 5, genau. Und das von Anfang an, das wäre super. Ah ja. Das stimmt aber wohl. So, okay, bis jetzt noch nix. Ja, vielleicht, was sich auch noch verändert hat, nicht nur die Einheiten, sondern wir haben jetzt auch sogenannte Standard-Spawn-Punkte für die Cops. Das heißt, wir haben mal die Karte vor uns genommen und einfach mal das Gebiet ein bisschen besser eingeteilt. Dementsprechend sollte, wenn die Cops relativ gutes Netz haben und den Racer mal schneller sehen oder finden. Natürlich gibt es immer die Zufälle, dass der Racer dann perfekt irgendwo durchsneakt, zumal Andy ja auch weiß, wo diese Standardpunkte sind. Das heißt, er kann sich jetzt natürlich die perfekte Route dagegen ausdenken. Aber mal schauen. Spätestens bei 10 Minuten wissen wir, wo er ist. Ja, genau. Ich wollte noch eben anmerken, falls es mal zu einem Aufeinandertreffen von zwei Cops kommen sollte, fahrt bitte auf der linken Straßenseite in Fahrtrichtung. Genau. Damit es nicht zu unnötigen Kopfkollisionen kommt. Einfach auch immer nach links ausweichen. Also wenn es der Fall kommt, wenn beide nach links, dann kann es auch keine Kollision geben. Genau. Zum Beispiel, als ich damals noch Counter-Strike gespielt habe, also richtig E-Sport-mäßig und so, war auch bei uns immer am Spawn die Regel, in dem Fall jetzt nicht immer links, sondern immer rechts ausweichen. Das hat super funktioniert damals, weil auch bei Counter-Strike ist es ja so gewesen, man konnte sich am Spawn schon ziemlich auf den Sack gehen, wenn man sich nicht ausgewichen ist. Und das ist hier ja im Prinzip nicht anders. Nur, dass wir hier immer links dann ausweichen. Und an den Kreuzungen immer schön Schulterblick, ne? Und nach hinten schauen. Ja, gerade bei Andi. Der auch immer mal nach hinten schauen, ob er euch... Immer mal nach hinten schauen, ob er euch eh nicht hinterher fährt und euch verarscht. So, ich werde mal ein bisschen jetzt auf die, upsala, auf die Autobahn gucken, weil das ist ja so der Bereich, der nur im Prinzip die Enden gedeckt werden und sie selber nicht. Andi würde es ja zutrauen, den ganzen Tag Autobahn zu fahren. Hey, es fängt wieder an zu schneien bei mir. Ja, wenn man schon keinen Schnee in echt haben kann, dann sollte man so ein Schrot mit dem Rücken. Das war knapp mit dem Mini. Ja, wenn es nur ein Anzeigefehler ist. Ja. Ich meine, ich habe halt nur 13 Grad. Das kommt mir ein bisschen wenig vor für Sommerjahreszeit, aber gut. Ist halt ein sehr frischer. Ja, ich habe. Ich glaube, ich habe den in Broadway gerade gesehen. Okay. Von weißer NSX, oder? Jo. Ja. Ja. Dann ist der Goliath richtig rum. Richtig rum, okay. Wo, ob der jetzt abgebogen ist, keine Ahnung. Der war viel zu schnell. Hm, welche Höhe hast du denn gesehen? Also bei der Mitte also schon. In Broadway. Okay. Ja, ich fahr mal in die Richtung. Sollen... Ich stelle mich mal an die Kreuzung.
Sollen die Kajens mal hin, weil wir haben jetzt eine Minute bis zur nächsten. Ich bin... Ja, ihr könnt mal irgendwo hin, aber das ist halt sehr vage. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall nur rumstehen wahrscheinlich. Ray, hattest du gehört, was für einen Motor der hat in seinem NSX? Nee, keine Ahnung. Aber der, okay. Lukas, lass mal zum Startpunkt. Power, so wie er losgesprintet ist... Es hörte sich auf jeden Fall irgendwie weird an, aber nicht NSX. Ja. Ich wusste es ja gewesen. Da kannst du auch Ami-Motoren reinbauen. Das du kannst ein Ami V8 reinbauen und weil er vorher gesagt hat, ja, das hätte er vorher abklären sollen, kann ich es mir gut vorstellen, dass er es getan hat. Willkommen. Das ist ja nicht. Nee. Ich glaube aber, seine Aussage bezog sich eher, wenn er einen Hybrid genommen hätte und den Hybridmotor ausgebaut hätte. Ach so. Weil die Regeln sagen, Hybrid ist ja verboten, aber wenn man aus dem Hybrid einen Nicht-Hybrid macht, ne, so. Aber, Könnte man ganz gut gegentesten mit dem 911er, mit dem 992. Da kannst du einen Hybrid im Gegenzug eher einbauen. Ach, wie schön. Ja, ich würde aber eher schon sagen, man probiert so rum aus, wie es ist. Aber ja. Das müssen wir halt mal testen. Ist ja auch guten Tag, Cayenne. Hallo. Der 2005er NSX hat ja sowieso kein Hybrid. Er ist der neue. Von dem her brauchen wir da jetzt nicht drüber diskutieren. Ey, das ist so verwirrend, ey. Mit dem Schnee, ey. Das ist typisch das Aprilwetter eigentlich jetzt, was ich hier hab. Ich hab auch irgendwie backende Grastexturen. Wir haben aber Jänner. Auch sehr schön. Im Sommer. Willkommen, Überwand. Warte, kann ich irgendwelchen Schaden? Das ist mir vorher schon aufgefallen. Ray, wenn du mal drauf achtest, müssten auch die ganze Zeit so weiße Schlieren über die Straße ziehen. Ja, ist ja so Wolken. Alles gut. Ja, genau. Das sind also hier diese Schneeverwehungen, die es normalerweise auch im Winter gibt. Lukas, hast du dich jetzt geportet oder nicht? Nö, ich bin gefahren. So. Ja, ihr müsst ja schon klare Ansagen machen, wenn ihr euch portet. Ihr könnt ja nicht einfach random irgendwo hin. Von Port hast du nichts gesagt. Du bist der Karrierenchef, du gibst die Anweisungen. Genau. Ja. So schaut's aus. So, da bin der dort, darfst du schon mal fast gleich bereit machen. Ja, eine dreiviertel Minute noch. Ja, sag's dir nur. Sorry, ich hätte jetzt fast vergessen. Siehst du? Wusste ich. So, ich fahre, glaube ich, wieder zurück zu meinem Bereich. Heute ist auch nichts los. Ja, das ist im Übrigen natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Auch schon mal der Hinweis, ich werde heute kein Racer sein, wenn es normal läuft. Da ist nichts, dann den Stehplatz. Ich bin gerade so eine schöne Bushaltestelle. Ja, jetzt kannst du gucken. Ja. Oh Gott, und ich mach gleich die Felder anmachen. Oh, ja, genau, bei mir ist er, oder? Nee, sorry, falsch. Nee, muss sowieso dran sein. Das beurteilt der Aventador dann selber. Okay, er ist auf der Moorhead-Rundstrecke gegen den Uhrzeigersinn. Also das ist die Moorhead-Rundstrecke, er müsste an der Verbindungsstraße. Er fährt jetzt gerade am Boomerang. Boomerang Richtung Hauptverbindungsstraße ist jetzt an der Hauptverbindungsstraße. Biegt rechts Richtung Autobahnkreuzung ab. Gott, okay. Und dann, da fährt er links auf die Autobahn auf, also Autobahn Richtung Norden, richtige Fahrtrichtung. Okay. Okay. Jetzt gleich an dem M68 Blitzer. Vorm mittleren Kreisverkehr. Dann passiert er genau jetzt. Das ist zu kurzfristig. Das wird Ich würd noch keine Straßensperre machen. Weil wenn ihr den dann nämlich habt, dann habt ihr eine Verfolgung, zählt das als Verfolgung und dann sind wir überhaupt nicht dran. Wir müssen gucken, dass wir eine Einheit dran kriegen. Siehst du mich auf der Karte gerade? Ich bin Driftclub jetzt gerade. Ja, ich sehe dich. Er fährt weiter Autobahn, weiter Richtung Norden. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ich ihn am Kreisel dann erwische. Hat jetzt gerade die Känguru-Straße passiert. Er biegt am Kreisel voraussichtlich links ab. Also Richtung Güterbahnhof. Nein, tut er nicht. Er fährt wieder zurück.
Okay, welche Fahrbahn ist so, siehst du er fährt, nicht, ne? Nein, er fährt noch eine Runde im Kreisel und jetzt biegt er doch links ab. Der weiß doch, dass diese 10-Minuten-Geschichte jetzt gerade aktiv ja, ist. Der ist ja auch nicht der blöd, will mich gerade veräppeln. Ja, okay, ja. Also er fährt jetzt Güter. Ne, er fährt in die Highlands rein. Also er fährt, biegt jetzt rechts ab in die Highlandsstraße. Ja, ich glaube, ich bin fast dran, oder? Oder bin ich zu weit noch weg? Sag, ob er über die Bergpassstraße genau. fährt oder. Ja, genau, das wäre jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Er ist gleich an der Kreuzung und er fährt. Trommelwirbel. In die Bergpassstraße. Okay, alles dann klar. Vor der Abbiegung zu dem Dirtweg machen wir eine Straßensperre. Macht's am besten da oben, wisst ihr, wo diese Steine sind, das sind doch so Steine da oben, da in der Kurve würde ich's machen. Weil wenn er da ausweichen muss, dann muss er auf diese Steine fahren. Vor dem Dirtweg, da ist ein Haus und die Steinwand. Ja. Ja, ihr kriegt genau, das schon hin. Da. Ihr müsst auf jeden Fall schnell machen, weil. Oh, er fährt zurück, ne? Der hat umgekehrt. Oh, er dreht. Oh je. Der ist wieder nach Norden raus. Also ihr seid ihr jetzt dran, also ich muss rausgehen, ne? Nö, ich bin nicht dran. Ich sehe ihn nicht. Er ist ja wieder weg. Wenn ich dran bin, ich muss ja richtig dran sein. Nicht nur sehen ist eines, dran sein ist das andere. Dann darf ich noch im Overview. Okay. Ja. Wir müssen die Verfolgung. Er fährt wieder runter, er fährt runter Richtung Autobahn wieder. Oh. Ich komme vom mittleren Kreisel entgegen. Falls er die Autobahn nimmt. Er biegt an der Kreuzung mit der Güterbahnhofstraße. Biegt er Richtung Kreisel ab, also biegt Richtung Autobahn ab. Im Weiteren, also er ist jetzt im Kreisel. Den passiert er zur Autobahn. Ich weiß nicht auf welcher Seite, es dürfte gleich zur Kollision kommen. Ja, ich war andere Seite. Er ist jetzt in Richtung Mittleren Kreisel. Okay, dann weiter. Ich verliere sofort den Blickkontakt. Acid Burn, du dürftest ihm jetzt gleich entgegenkommen. Wie gesagt, sobald eine Verfolgung da ist, nicht nur sehen. Wo ist er am Kreisel? Ist er Süden durchgefahren? Er biegt Richtung Driftclub ab. Gut, von da komme ich. Ich stelle da ein bisschen zu. Biegt Richtung Driftclub ab, dann muss das ja gerade erst passiert sein. Und er ist an mir vorbei. Er fährt weiter. Jetzt fährt er Offroad. Driftclub. Oh, Driftclub fuck, wir haben BMW. Oder durch er fährt die Offroad. Er fährt die Offroad-Strecke vom Driftclub südlich ab. Da können wir aber gerade nicht hinterher, weil wir keine Einheit haben. Der R6 links gibt's hoch. Gibt's ja nur ein paar Wege, wo er lang kann. Genau, R6 da links hoch. Ray, sagst du mir, wenn ich raus muss? Aus dem Overwatch. Ja, es ist ja keine Verfolgung gerade, oder? Ja, genau. Er fährt also, bei den Schotterwegen geradeaus durch. Sobald du siehst, dass die zwei Punkte in die gleiche Richtung sich bewegen, dann ist es eine Verfolgung. Hm? Okay, passt. Und halt Sichtkontakt besteht. Ja, genau. Logischerweise. Also er fährt die Straße geradeaus weiter, er fährt den Blumenhügel. Achtung, Date, pass auf, da kommt Ray. Ja. Andy fährt jetzt geradeaus, also halb rechts weiter auf die Windparkstraße Wald. Also Acid und Stewie. Wir stellen abbiegen. Da einfach. Oder so ja, wir können da ja doof, stehen bleiben. Alter. Er kommt da ja nicht raus. Wir nehmen ab der Kreuzung hier. Bleib hier mit mir, der M4, der da vorne ist. Wir bleiben jetzt einfach hier und gucken. Ja, der wird ja auf die Verbindungsstraße. Er fährt weiter. Er muss auf die Verbindungsstraße, außer er kehrt um. Genau. Oder kehrt um, da bin ich aber hinten dran. Gut, dann haben wir ihn jetzt so, dass wir eine aktive Verfolgung gleich zumindest zustande bringen sollten. Ja. Das heißt, Rauschi, du darfst nach eigenem Ermessen dann abbrechen. Wenn du sagst, du kannst jetzt schneller da hinkommen oder du willst nochmal gucken, was passiert. Nein. Das ist unmöglich, dass ich da schneller hinkomme. Also ich warte jetzt ab, was passiert. Der mich jetzt. Er kommt bei uns jetzt. Mal gucken. Ja. Er fährt nach Osten. Er fährt jetzt, Richtung. Jetzt kannst du raus, Rauschi. Eliminator. Okay. Okay, ich stehe direkt am Eliminator. Gut, wir fahren die Verbindungsstraße Richtung Osten. Sind jetzt gleich auf der Anhöhe von dem großen Sprungberg. Auf der Höhe sind wir jetzt. Und wenn er jetzt. Wo fährt er jetzt lang? Ist er jetzt links runter? Er ist zu dem Berg runter. Zu dem Sprungberg. Jetzt haben wir ihn gleich wieder verloren, weil wir natürlich nicht hinterher dürfen. Aber da war eine Einheit dran. Ja, der kommt quasi da unten wieder auf der Driftclub, wird er rauskommen. Der wird bei Driftclub raus. Ich bin mit dem Cayenne da
Also das würde mich echt gleich mal interessieren, ja, was... Ja, wer den Dirtweg kommt unten bei der Driftclubstraße raus. Ja, da kommt Norden Driftclub raus. Ich würde mich gleich mal okay, da bin ich gleich. Weil das Ding hat gefühlt gar keinen Grip-Anteil. Nee. Nein, ich habe über 70 Grad, also er das kann nicht stimmen bei dir. Vom Dirtweg aus rechts abgebogen. Das ist halt dann scheiße. Also wieder in Kreisel, oder? Wieder zurück zum Kreisel? Der fährt in Richtung Kreisel, genau. Okay. Nee, davor biegt er wieder rechts ab zu Fairlon-Männer. Ah, müsste ich verlieren, ich hab zu viel Auto. Schade. Ja, ich fahr links an, nee, oder rechts an dir vorbei. Kann ja quer. Ich brauch mich zu Fairlon-Männer, ich muss mich eh reparieren. Er repariert sich. Er repariert sich, ja. Okay, ich stehe jetzt Fairlon-Männer Ausgang. Ja, dann dreh mal du in die andere Richtung, dass wir, egal in welche Richtung er kommt, wir in die richtige Richtung ihn verfolgen. Okay, er fährt in die Richtung. Welche Richtung? Fahr du hinterher, ich bleib rechts. Was ist die Richtung? Wieder nach Norden hoch, Richtung Driftclub. Er fährt Richtung, Richtung Driftclubstraße, ja. Ding sagen, ob er Driftclub runter oder rechts. Oh, sorry. Alles gut. Er fährt Driftclub runter. Okay, ich komm also vorne. Also ich bin auf der Driftclub drauf. Also Rauschi, versuch du einfach... Boah, das ist halt echt kacke, Alter. Ja, Rauschi, du musst echt gucken, dass du dran bleibst. Du bist der Einzige, der die Chance hat, dran zu bleiben. Ja. Drück voll durch. Ja, ja. Er ist immer noch... Sag, wenn du an mir vorbei musst. Ja, ich muss erst mal Tempo aufnehmen. Wo ist er denn? Doofes Handicap, ey. Driftclub immer noch, Driftclub. Ja, sehr gut. Das Driftclub ist jetzt gleich auf der Straße, die keinen Namen hat. Fährt vorbei, fährt jetzt Schotter, da diese S-Kurve Schotter nach Süden runter auf die Verbindungsstraße. Ist dann klar, dass sie gleich auf der Verbindungsstraße, da wo es auch auf die Windpark-Waldabschnitt kreuzt. Und der fährt auch genau diesen Weg und ich nehme natürlich wieder einen Passanten mit. Ja, Rausch, ich fahr vorbei. Ich fahr links vorbei. Ja. Ich muss jetzt probieren, dran zu bleiben. Ja. Da wird leider selber viel Schaden reingekriegt. Das ist halt echt scheiße mit diesem Bug, oder? Ich hab gar keinen... Okay, er biegt ab. Rechts auf den Schotterweg ab, er biegt auf den Schotterweg ab. Also er wird Fluss, Straße Ost kommen. Ja, vielleicht komme ich da noch hin. Achtung, Karriere in der Nähe. Er muss Flussstraße Ost, er hat keine andere Wahl. Ich bin an dem... an der Flussstraße Ost, an dem Schotter. Drauf geht. Also er ist quasi die Verbindung, ja, wir haben wo er das. Auch da wir unten am nördlichen Teil des Staudamms runterfahren kann. Ja, da ist er jetzt gerade, Genau, da fährt er runter. Er fährt auf die andere Seite, wir können da nicht hinterher. Ja, ist richtig. Bitte. Hey, das ist so nervig. Hab ihn ein bisschen aufgehalten. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, aber ich hab Motorschaden, ich komme nicht mehr gut hinterher. Ich stell mal den Süden zu, an der mittleren Strecke. Ja, ist egal, ich versuche einfach mal dran zu bleiben. Zeig mir, ob er rechts oder links abbiegt. Er fährt natürlich da in den Wald rein. Oh Gott, ey, das ist so nervig. Ich habe überhaupt keinen Grip. Weiter Schotter. Ja, er fährt da weiter den Weg. Ich sag dann gleich, wo er abbiegt. Oh, scheiß Bäume. Er fährt... Ja, er fährt den Weg... Ich sehe ihn nicht mehr richtig. Doch, er fährt den Weg weiter, also quasi Richtung Steinbruch. Ja, ich habe da keine Chance, ey. Ich habe gar keinen Grip. Das ist so nervig, ey. Ja, jetzt fährt der Steinbruch rein, diesen ganz kleinen scheiß Trampelpfad. Also wer die Offroad-Strecke kennt, quasi das rückwärts den Abschnitt. Das ist quasi im Steinbruch drin. Fährt den da auch rechts lang. Sehr gut, Cayenne. Ja? Achso, da. Scheiße. Ja, Steinbruch ist jetzt gespannt, wo er hinfährt. Er fährt rechts wieder raus, also Richtung Norden. Den dick eingezeichneten Weg, also quasi da wo die Spielspaßliste ist, nur rückwärts quasi aktuell. Ja, fährt quasi immer noch den Weg rückwärts. Macht jetzt eine Kehrtwende, natürlich. Hab ihn frontal erwischt. Ja, sehr gut. Versuch du dran zu bleiben. Er macht wieder Kehrtwende. Ich versuche zu rammen, du du bleibst dran. Also alle muss die ran können, außer Rauschi, der versucht nur dran zu bleiben. Ja. Okay, wir kommen auf jeden Fall See-Ost wahrscheinlich. Ja.
Ich versuche ihn direkt rauszuschieben, wenn ich es schaffe, aber er lässt nicht zu. Ja, sind jetzt östliche Straße. Er fährt. Ja, komm. Die Ostrichtung Süden. Okay, er fährt hier wieder rum. Alter, das ist so nervig. Oh, können wir den drücken? Liegt wahrscheinlich. Fährt wieder aus. Ich versuche dran zu bleiben. Ja. Ich hänge mich dran. Camaro, lass mich bitte noch durch. Noch keine Overtime. Camaro, lass mich bitte durch, danke. Wie lange noch bis zur Overtime? Ich muss mich reparieren. Dann noch 2,48. Sag mal, ob er fest. Er fährt den Schotterweg rein. Er fährt den Schotterweg Richtung Emmelside Griprennen rein. Ich hab mich in der Hauswand gesetzt. Super. Bin rechts von dir. Ja, dann zieh durch. Ja, so eine Kacke, Alter. Die Kurven sind echt hart mit dem Standard R6. Gar keinen. Wo ist er lang gefahren? Ja. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Hast du gesehen? Nein. Ich fahr links, du fährst gerade. Ich fahr gerade aus dem Wald. Er ist nicht am Fluss lang. Ich fahre in die Blitzerzone. Nicht? Ja, ich denke mal, der wird ja irgendwo Emmelside dann rauskommen müssen. Das heißt, der wird zügig Goliath irgendwo wahrscheinlich. Ja, da war ich, fahr schon hin. Ich schau mal gerade in Emmelside. Ich schau mal gerade die Kreuzung in Emmelside. Wenn er schlau ist, kann er jetzt auch schon wieder westliche Seestraße sein. Ja, sieht danach aus. Ich fahre hier mit den Karrieren gerade rum. Die Strecke. Da hat er mich. In Emmelside ist er nicht. Also meine Vermutung ist echt nicht. Westliche Seestraße, dass er die hochgeballert ist jetzt in Richtung VIP-Haus. Ich weiß nicht, wo er gefahren ist. Nee, anderthalb Minuten. Wir haben noch das könnte 1,40. Aufgehen mit VIP-Haus. Ja, gut, wenn wir keine Verfolgung haben, keine Verfolgung. Das heißt, wir müssen uns halt splitten. Das heißt, ein paar fahren Richtung VIP-Haus, ein paar fahren halt Richtung Gabbels oder sonst wo irgendwo hin. Anders geht's halt nicht. Gabbels. Wow. Alter. Ich weiß ja nicht, wo er abgebogen ist in Schotter, das habt ihr gesehen, nicht ich. Ja, wir haben ihn auch ziemlich schnell verloren. Er könnte ganz oben bei Mortimer Gardens rauskommen. Ja, das ist ja dann VIP, da würde er dann auch... Ich fahre jetzt auch mal VIP hoch, aber ich... Du schaffst wahrscheinlich eh nicht vor ihm. Ich schau mal, dass ich ungefähr auf kurz vor Höhe Mortimer Gardens rauskomme und mich dann zum VIP-Haus reparieren hinfahre. Ich meine, wir könnten natürlich vier Einheiten opfern, indem wir VIP safe zustellen, dann wissen wir, dass er da ist. Und dass wir halt, ich hätte jetzt gesagt, dass wir halt noch Gabbels zustellen. Gabbels fahre ich runter, um mal danach zu schauen. Naja. Aber ich habe keinen Schaden. Ja, das wird jetzt niemand groß haben. Deswegen, Doch, ich habe Schaden. Das heißt, ich werde mich jetzt noch vor der Overtime ans... Ja, du reparierst dich. ...ans VIP-Haus. Genau, du kannst dich ja dahin. Ich port mich ans VIP-Haus und zwar genau jetzt. Was ist mit Straßensperren in der Overtime? Und gibt's nicht mehr. Weil das würde ich reparieren. Das müsst ihr wenn dann vorher noch machen. Ja, Darius, deswegen die Cayennes machen mal eine Straßensperre noch bevor die Overtime beginnt. Ab dann dürfte die ja lösen ins Festival rein. Ja. Ins Festival, ja. Ja, ja. Auf der. Weil da könnt ihr halt genauso hin. Auf der Westseite, Eingang Festival. Ja, so, ich bin jetzt am VIP-Haus. So wie ich den kenne, macht er jetzt eh. Ja, wir müssen VIP gleich zustellen, glaube ich, wenn der da ist. VIP, also ich bin am VIP-Haus, da ist er noch bin nicht. Da neben dir gleich. Ich bin Mortimer Garden jetzt. Also auch ja, der ist ja nicht lang gefahren. Wir haben den verloren, der wird jetzt gleich wahrscheinlich zu uns kommen und sagen, er ist ruhig. Wow. Das ist noch Camaro. Ja, das bin ich. Da war nur gerade ein Audi 80, der hat mich irritiert. Ah, da ist er nicht. Nee, da ist. Wir können jetzt nur auf Verdacht mehr zustellen, aber ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Ich glaube, es macht keinen Sinn, weil... Super. Er muss ja... VIP-Haus, oder? Super. Nee, da kommt er nicht. Das heißt, er könnte jetzt auch nördlich, also wenn er da oben langgefahren ist. Ja, ich weiß, Islands das war ein Fehler durch, von mir. Ja. Genau, also, und dann zum Ding oben hin, das könnte halt sein. Aber da kommen wir eh nicht mehr rechtzeitig hin. Wir können nur zustellen und porten halt. Ja, pass mal auf, dann riskier jetzt mal zwei Camaros. Bitte die zwei Camaros. Ja. Was war das? Nach Croftdale, oder wie? Ja, Croftdale Farm. Beide Camaros Croftdale zustellen, bitte. Okay, er hat's. Wir haben dich verloren, also wir wussten eh nicht mehr, wo du Seid bist. Seid ihr alle in das Haus gefahren? Welches nee, Haus? Nee. Da ist nur der Lambo reingefahren, das Haus. Ja, war, da bin nur ich reingefahren. Da waren noch fünf Einheiten, damit dran die offen durften. Warum war die ja, alle aber weg? Zu weit weg. Du bist einfach zu schnell in dem Part. Ich hatte 91% Lenkungsschaden, verarscht mich nicht. Krass. Hey, ich habe das größere Handicap gehabt. Ich bin im Winter gefahren, ja?
Und das ist kein Scheiß, ey. Ich habe überhaupt keinen Grip mit dem Ding. Willst du bei dir vielleicht neu starten? Ja, Ray hat die Wintersimulation gehabt. Ja, ich muss neu starten. Ja, das kann ich nicht machen, ey. Ich habe ja keinen Grip. Das bringt ja nichts. Wenn ich jetzt in der zweiten Runde Aventador fahre und ich habe Grip von Winter, ist halt geil, ne? Dann kann ich auch gleich Camaro fahren oder so. Okay, das ist ein neuer Bug. Ja, das ist scheiße. Ist geil, es schneit. Also statt Regen habe ich Schnee und so. Und ich habe halt wirklich die Temperaturen. Das ist halt scheiße bei den Reifen. Ich habe mehr wie 60 Grad werden die halt nicht. Ah, okay. Also es war schon sehr, sehr schwierig, weil ich weiß ja, wie genau dieser Präsidenten R6 eigentlich fährt, auch im Schotter. Und ich dachte so, Alter, das gibt's nicht, ich komm nicht hinterher, kein Stück. Und ja, ist egal. Wir machen einen kurzen Cut auf jeden Fall. Glückwunsch an Andy. Und Racer wird dann Darius sein. Und ja, ich mach einen kurzen, ich muss eh neu starten, aber ist egal. Ja, kurzer Cut, dann geht's los mit der zweiten Runde. Die IP-Straße Richtung Osten, also Richtung SRS. Weiße Chevrolet Camaro, 6. Generation, ZL1 vermutlich, könnte auch eine 1LE sein, der hat einen Vorsatzflügel drauf, ich kann das nicht erkennen. Ist die Forza-Edition, goll. Dann fahre ich aber mal östliche Dings trotzdem mal hoch als Aventador. Können ja dann immer noch wieder zurückfahren zu den Dingspunkten. Mhm. Ja, und ich bin jetzt an der SRS. Wenn er an dir nicht vorbeikommt, dann wird er auf die Seestraße gefahren sein. Ja, eben, da bin ich ja. Da kommt er, er kommt. Wo? SRS, Kreuzung. In welche Richtung? Süden, Norden? Fährt er Richtung Tengel? Ist mir leider so entgegengekommen, dass ich ihn direkt wieder aus... Er fährt nach Norden. Mhm. Moment, also Highlands. Süden, Entschuldigung. Nach vorne. Ich bin an ihm dran, er fährt Richtung nördlicher Kreisel. Okay, also Güterbahnhof. Ja. Was gut ist, durchgezogen haben. Ja, im Übrigen auch an die Zuschauer. Andi hat wieder seinen Koks eingepackt. Deswegen habe ich jetzt auch Sommer, also auch entsprechende Temperaturen. Und ein bisschen Grip. Da immerhin. Aber wenn du mir das vorher geschrieben hättest, hätten wir auch neu starten können. Nee, alles gut. Alles gut. War ja auch ein gutes Spiel von dir. Moment, an der Brücke hat es uns zerlegt. Nein, ich Idiot! Ja, und ich auch. Ich habe mich auch zerlegt. Oh. Okay, pass auf, aber... Hat ihn an der Brücke zerlegt? Ja, ich hab mich auch gerade an der Brücke zerlegt. Aber geht bitte nicht davon aus, dass sein Wagen kaputt ist. Die Brücke macht hinten Schaden, wenn er vorne reinfährt. Nein, er steht, er ist schon raus, oder? Hat sich selber zerlegt, ja. Ich hab tatsächlich die Mauer mitgenommen und... Ich bin gerade hinten voll. Alles 100%. Wow. Alles 100%, also fast alles. Lenkung nicht, aber der Rest ist 100%. Ich bin aber genauso dagegen gefahren, unabhängig von dir. So richtig dumm eigentlich. Es ist, ey. Boah, ich bin gerade hinten komplett drauf. Dachte, wer steht da jetzt? Ich würde sagen, neuer Rekord. Ja, ich würde sagen, nochmal Cut, alle zurück auf Position. Selbst egal, ob wir das Fahrzeug kennen oder nicht. Ja, bis gleich. Wow. Bis gleich. Ich habe einen vollen Titel. Kranichstraße Richtung Osten. Oh Gott. Okay. Also Richtung Große Bauernstraße fährt immer noch. Oh, ich muss die Filter ausmachen. Fährt immer noch eine weiße Camaro ZL1. Ich habe erkannt, es ist eine 1LE. Ja, habe ich auch gesehen. Nachdem ich mir ein Lambo kaputt gefahren habe. Ja, das heißt, er kann erstmal nur auf der Großen Bauernstraße sein. Kann Richtung Flugplatz fahren, kann Richtung Autobahn fahren und auch Richtung Strand. Ja, ich bleib mal bei meiner Posi, ich bin zu weit weg. Mal schauen, Richtung Strand. Bin ich doch relativ nah. Und da geht noch schneller 30 Sekunden. Richtung Strand bin ich. Ja, du kannst schon fahren, Andi. Ich vergiss das aber auch immer als Präsident. Ich stehe da und beschreibe oder so. Ups. Ich dürfte ja. Ich glaube, er hat einen Döner gegessen. Ne? Der Audi bei. Was heißt die Strecke? Goliath Broadway ist. Ja, ich bin schon Richtung Kreisel. Hast du Autobahn oder Strand? Ich warte am Kreisel, je nachdem, was... Ja, ja, ist besser, ja. Scouten können. Gut, da fahre ich mal auf rüber an den Strand dann. Ich fahre mal persönlich jetzt eher Richtung Norden, Richtung Flugplatz. Festival, das dauert eine halbe Ewigkeit, bis er da lang kommt. In Krip. Ach, da muss doch Reifenspuren hinterlassen, der Esel. Den meinst du jetzt, den Camaro oder den anderen Camaro? Den Racer Camaro. So. Vorsicht, Audi. Oh ja,
Ah, Mist, er hat schon länger überlebt als der Wolf. Okay, vor. Die Linie war interessant. Ich habe endlich warme Reifen, das ist so toll. Ich verständig sowas, warum auch immer. Ah, sehr stark. Das könnte inzwischen schon zum Alltag. Aber ich würde fast sagen, wenn der auf die Autobahn gekommen ist, kann der überall sein. Ja, ich glaube. Am besten Position einfach halten und dann das Netz auffahren. Am besten die Brückenpfeiler abchecken, ob da ein Camaro parkt. Darius kennt sich damit aus auf jeden Fall. Ja, das wäre jetzt halt nicht mehr los. Oh, so viel KI-Verkehr. Das ja, also das muss erstmal eine unterbinden. Ja, das stimmt. Man muss sagen, gegen die Brücke bin ich auch schon gefahren, aber ich hab's überlebt. Als ich noch nie. Nee. Außer gerade eben halt. Und bei dir war's Quadrat. Das heißt, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Nee. Ja, gut, macht. Ist mir gerade auch aufgefallen. Nein, ich hab mein Ziel noch nicht erreicht. Boah. Wo bist du jetzt gerade mit dem Camaro, der mit mir zum Kreisel gefahren ist? Weitergefahren in Richtung Unterstrand zur Seite. Ich würde jetzt zurück in Richtung Broadway fahren. Wäre cool, wenn du dann auch zurückschieben könntest. Ja, wie gesagt, geht auf Startposition zurück. Ja, ja, wenn, Gebiet. Wenn wir ihn nicht, ja genau, wenn wir ihn nicht direkt sehen, dann. Also so nach anderthalb Minuten kannst du schon fast sagen. Der kann überall sein, ja. Das kann auch, da kannst du kannst ein Buch schreiben, wo er überall langfahren kann. Könnte und danach könnte und könnte und könnte. Wie lange glaubst du, würde das Thema werden? Nicht sagen. Ja, schon länger schon, als die Runde eben gerade. Schon 5 Seiten. 5 Seiten. Also so ein kleines 15 Seiten Seminararbeit. Fastfoodketten Buch. Richtig. Alter, was geht mit dem Abarth? Gleich mal anhalten. Da zieht er einfach mal mega die Spuren auf. Ein echt abartiges Auto. Wow. Oh. Aua. Wow, der, jetzt sind heute aber der war ja schon fast gut, wenn er nicht so schlecht wäre. Oh, hallo Meter. Alter, die ganzen Autos, die sich hier durch einen durch. Boah, es gibt so gar nichts. So viel KI-Verkehr gibt's so gar nicht. Könnte eine Straßensperre aus Fiestas bauen. Oder BMW. Fiesta, Fiesta Mexicana. Danke schön für den Overhaul. Sonst macht das ja nicht viel Sinn. Ne? Also, ich fände so ein Bus ja viel interessanter. Aber der fährt im Wald leider nicht rum. Fuck, ich habe mir jetzt gar nicht durchgelesen, wo der Präsidenten RSX sein Gebiet hat normalerweise. Einmal mit Profis, weißt du? du hast quasi Driftclubstraße, Hauptverbindungsstraße, ein bisschen noch. Und ich habe die Camaro, Richtung, Camaro. SAS, Richtung SAS hoch. Ja. Von wo aus? Von Seestraße Ost Richtung SAS hoch. Okay, dann fahre ich parallel zu ihm gerade. Der hat's irgendwie mit SAS. Der will die Brücke nochmal mitnehmen. Ne, diesmal wieder beweisen, dass es schafft. SAS doch eher, Alter. Wusste es doch, hat sich getarnt. Also nach Norden, ne, hast du gesagt. Der fährt jetzt Richtung SAS rüber. Mhm. Also die SAS lang. Mhm. Ja, dann kommen wir aus dem Süden auch mal in die Richtung. Ja, ihr fahrt bitte alle in die Richtung. Cayenne verlagern. Verlager Richtung PXH-Teststrecke. Na, ich glaube, ich sehe ihn sogar, oder? Nee, ich habe ihn nämlich schon wieder aus dem Blick. Ah, ne, das ist ein Cop. Ah, doch, da ist er doch. Haben frontal erwischt, quasi die. Wie haben wir die genannt? Ist das Güterbahnhof? Ne, das ist Bergpass, der Abschnitt. Fährt wieder Richtung SAS. Audi, guck mal hinter dir. Fährt jetzt SAS nach Norden hoch. Ich soll die Eisen. Ist im Norden, nördlichste SAS fährt jetzt Offroad da, haben wir halt nicht benannt, also da quasi Offroad-Serpentin, wenn du so willst. Mhm. Richtung Highlands. Genau, Richtung Norden. Cayenne, Straßensperre ganz oben drauf. Oder dürfen wir das? Ja, ne? Ja, klar. Warum auf nicht? Auf dem Offroad. Ganz oben drauf, in der Kurve. Ja, in der Bundesländer. Auf dem Offroad-Weg. Ja, genau. Ich fahr mal um die Highlands rum und guck, dass ich ihm entgegenkomme auf dem Weg. Ja, ist ja jetzt hier eine Weile beschäftigt. Ich ramme ihn jetzt aber erstmal. Ich stehe schon. Stupse ihn nur ein bisschen, wenn es bergab geht. Genau, vielleicht. Einfach hier Heck dazu stellen, dass er irgendwo wegkegelst. Genau so. Bisschen weiter in die Mitte. Aber nicht zuhört, dass er nicht sofort unten ist. Außer du kannst ihn zum Transportmanöver verleiten, dass sich Achter überschlägt. Alles klar!
Ist doch, wir haben doch auch so ein extra Ding gehabt, oder? So ein. Er kommt hier lang. Super, er verbremst sich und dadurch umgeht er die Straßensperre. Super gut. Jetzt dürft ihr es ja auch lösen, ne? Ihr dürft ja auch ein bisschen abkürzen jetzt, ne? Also. Das war eine interessante Mechanik gerade. Sehr gut. Nicht er fatal. Er fährt wieder um. Er ist jetzt quasi im obersten Punkt und fährt wieder nach Süden. Warte, sollen wir ihn wieder zum Umkehren? Zum Umkehren zwingen? Nein. Das will wieder. Ich war um. Nicht schlecht, der war gut. Boah, der war gut. Jetzt einer hin, einer vorne ran. Ah! Ah, ja, ich hab's auch nicht. Jetzt. Oh Gott. Jetzt fährt er wieder. Ne, der fährt nach Süden. Ihr lasst ihn jetzt erstmal so lange. Er fährt Richtung Süden runter. Ja. Jetzt fährt er freiwillig. Er dann fliegt den Berg runter. Berg runter. Nicht angreifen, wenn er Offroad ist. Wir müssen ihn wieder zurück. Ja, ich stehe. Ich stehe. Er fährt wieder nach oben. Okay. Auch nicht ran, wenn er erst mal Scheiße. So, jetzt haben wir ein voller Schmackes, so. Alter. Ich kenne keiner Bam. Das, was ich bei Andi mich nicht getraut habe, traue ich mich jetzt. Warum war dann nicht an die Goldeifbomben? Ja, getraut hast du dich sowieso. Ja, ja. Aber hat nicht geklappt. Ups, den habe ich ein bisschen runtergeschmissen. Ich sehe ihn gar nicht mehr, aber ich muss ein bisschen. Ja, der ist fliegen gegangen, der ist wieder nach oben zurückgesetzt worden, glaube ich. Ah. Könnte es sein, dass es das ich schon war. Ich bin jetzt unten und fahre rauf. Oh, Alter. Schöne Aussicht auf jeden runter. Fall. Ist er hin? Er kommt hier auch schon, dass er kommt die Schlappentin runter. Also der lebt. Ich komme ihm entgegen. Ja. Der Arme, ey. Aber der dürfte ordentlich gefressen haben. Der hat sich ein paar Mal überschlagen. Also die Heckeinheiten, da kommen sie runter. Jetzt drei Stück auf der Südseite. Der kann wieder im Süden runterkommen. Da kommt er. Ah ja, da kommt er. Wir können ja hier mal ein bisschen dicht machen. Hier. Ja. Zurück. Dann kriegt er zumindest Schaden. Komm, Camaro, stell doch mal hier mit zu ein bisschen. Okay, jetzt. Oh mal. Das ist eh wurscht. Wir sind auf der SS Richtung Süden. Ich glaub, wir sind alle dran. Nein, der Lambo fehlt. Ich bin doch vorne dabei. Der Lambo ist dran. Entschuldigung. Der Lambo fehlt. Ich sehe ihn nicht. Lambo ist zu flach. Er ist einfach viel zu flach. Na, ich dachte, der Baum kann's werden. Ja, war nicht schlecht. Dann halt, du wirst jetzt das Haus! Cameron! Alle rauf! Du fährst gerade aus, weicher Kollege. Hat der Tick antrieb? Das ist interessant. Echt? Hat er? Nee, ich glaube nicht. Audi. So wie der gerade rumgeschleiert ist. Ja, ein bisschen ausbremsen, müsst du? Ein bisschen ausbremsen, ich wurde gerade von den kleinen Schubser geben. Oh, den Passanten? Oh. LOL! Okay, dann halt nicht. Der hat gerade Netzwerk glaube ich. Der ist zerfetzt. Gut, ja. Er hätte auch einfach Nein sagen können. Komm von. Camaro, lass dich durch! Ah! Bin doch auch schwarz. Ja, tut mir leid. Jetzt in irgendeine Hauswand vielleicht hier. So. Alter, ich glaube, der hat gerade extrem Netzwerk-Power. Boah. Okay, er fliegt ab, Und der nächste. Frontal gegeben. Ja, jetzt vorne dran. Jetzt einer. Nein. Ah, nee, vorbei. Lass mich doch durch! Ah! Ja, aber jetzt ist gleich schon raus. Das ist Polizeimobbing! Du dumme Sau. Oh, Moment! Du miese Ratte! Gehen wir davor? Ja, ich. Okay, was macht der jetzt? Oder so. Null? Wo seid ihr? Nicht immer noch per Bermuda-Dreieck nach Richtung Süden. Clay, Vorsicht, links. Links ins Haus, links. Ah, schade. Plan. Fiesta, ABB. Aber ich glaube, mit 5 Einheiten wird es glaube ich deutlich angenehmer. Als mit. Wir rammen uns mehr weg als alle gleich. Genau. Nochmal links ins Haus, komm. Dank nicht. Kriegt man gestellt? Okay. Kriegt man gestellt? Geh mal ein bisschen Gas, dass wir ein bisschen vorne die Straße ein bisschen ab. Ja, wir nehmen einfach den Transit. Das schaut ja, schon. Ja, ich stehe nicht mehr reinfahren. Der ist doch fest. Der Transit ist. Ja, da. Jetzt ist er fest. Der ist fest. Der ist fest. Jo. Wie lange hat's gedauert? Da haben wir uns einfach mal einen Transit gechartert. Kommt dieser scheiß Transit her? Die sind super gefährlich bei CVR, ja, da kann ich ein Lied von singen. Aber den haben wir mal kurz gechartert und schon läuft's. Aber der ist bei euch doch auch gerade erst gespawnt, oder?
keine Ahnung, der halt der, da, ja. Ja, ja, auf einmal ist er vor allem losgerollt, das war das Schöne. Ich hab die dann reingeschoben. Ich würde sagen, weil das so schön funktioniert, machen wir jetzt nochmal eine dritte, vierte Runde, aber nochmal mit einem anderen Racer vielleicht. Kurzer Cut nochmal und dann vielleicht verkürzte Runde, machen wir mal 20 Minuten Runde. Wenn es denn so lange dauert und dann bis gleich. PXA-Teststrecke, Osten Richtung Süden, Driftclubstraße. Gestanden an der Kreuzung zum Bermuda-Dreieck. Bugatti EB110 mit dem Design einer großen Coca-Cola-Company. Oben rot, unten weiß. Bist du sicher, dass kein Ferrari ist? Vielleicht ist auch ein Lambo, hast recht. Ja, vielleicht ist auch ein Nobel. Ich rufe mal Vince schnell an. Moment, nach oben. Grüße BMW, gehen raus. Nein, BMW, hey, umdrehen. Oh, scheiße, Alter. Hier in die Richtung. Als erst nach Süden, habe ich richtig verstanden? Ja. Okay. Ich fahre mal Verbindungsstraße Seeseide gerade mal kurz rein. Vielleicht kommt er da ja lang. Gib mir die Reifen sporen. Bin ich gerade auch drin. Also an der Kreuzung. Oh, an der Kreuzung sehe ich ihn aber nicht. Oh Gott, ich weiß nicht, ich hatte gerade Angst, der Ami sah so... Du kannst ja mal abchecken. Ja. Dann. Jo. Die Filter sind echt immer so eine Nummer, ne? Wir haben ihn aber tatsächlich auch nicht gesehen. Die Sonne ist gerade super grell. Ist das bei euch auch so? Das ist echt krass. Ja. Gut, dann haben wir ihn hier schon mal nicht gesehen. Ich habe bei dir den super Sommer eingeschalten. Ja, ich glaube auch, ey. Nach einem super Wintersommer. Andi, hast du ihn? Sag mal, Ray, erst von oben kommen. Nein, ich habe ihn natürlich Pilze, nicht. Pilze, also irgendwie. Nee, das ist eher Sonnenbrand hier, was hier abgeht. Ja, guck mal, jetzt kommt der von BMW, allen der gerade hier kommt, guck mal hier in die Richtung. Also hinter mich. Das ist super grell, ey. Sofort. Ja, das ist mir gerade auch schon aufgefallen. Voll die Tiefschäne. Ja, wenn das der Präsident wüsste, was wir hier gerade treiben, ey, ich würde ihm richtig Ärger geben. Da am Kreuzung stehen wir mit vier Einheiten und machen einfach nix, ey. Und ziehen uns das Koks in der Nase und gucken in die Sonne. Hey, aber wir haben den Süden gut zugezogen. Wir haben da alle Richtungen abgedeckt. Ja, bleib mal so tatsächlich. Bleib noch gewesen. Bleib noch bitte ein paar, ganz so eine Minute knapp an der Kreuzung. Ihr habt einen Chef gehört? An die was? Kreuzung? Ja, bleib doch noch ganz kurz, bitte. Ne, jetzt bin ich schon weg. Ja, okay. So. Ich fahr gerade zurück. Ich bin schon wieder an meinem Ursprungspunkt. So. Ich bin jetzt an der Kreuzung. Mhm. So, ich muss hier nochmal ganz dringlich erwähnen, immer links dran vorbeifahren. Vor allem dieser Ray, der das vorher ausdrücklich nicht richtig gemacht hat. Unerhört. Ja, Zuschauer, ich hab selber gemerkt, dass ich mich nicht dran gehalten habe in dem Moment. Das ist aber auch schwerer, als man denkt. Hab ich gesehen, Windpark, nördliche Straße Richtung Hauptverbindungsstraße. Geil, da bin ich. Ja, sag ich doch. Wolle! Du blöder BMW, Alter! Warum hast du das so dumm trifft, ey? Geil, keinen ey. Sichtkontakt. 22% Motor am Aventador, das muss er auch immer schaffen, ey. Oh. Ich repariere mich. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Hab ich gehört. Oh. Na, auf die Karte gucken ist vielleicht eine blöde Idee. Knapp. Okay, jetzt mal hier, machen wir das mal serious hier. Okay, muss abgebogen sein. Ja, wir konnten ja nicht schon wieder eine 3-Minuten-Verfolgung machen. Ich hätte nichts dagegen. Hat man die Folge gedacht. Bei jedem Cut gibt es nämlich eine Werbeeinblendung, habe ich mir vorgenommen. Nein, Spaß. Also? Clever. Nee, ach was. Hier, das aktuelle Design von Steel. Was? Genau, was? So, genau diese Werbeeinblendung meine ich, ne? Stuhl bezahlt nämlich richtig gut. Ich schick dir dein Infomaterial. Ja, geil. Dieses Design hat 500 PS, denn es hat 3 rote Aufkleber. Wow. Es gibt aber auch die Öko-Variante mit den grünen Aufklebern. Der grüne dann hat Engel, man Elektro- die blaue Engel. PS. Verbraucht 80 Liter weniger Sprit. Und nicht zu vergessen die roten Bremssättel. Was fährt denn der eigentlich nochmal? Ich hab's schon vergessen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie seid ihr nicht ganz bei der Sache. Nee, bin ich wirklich gerade nicht. Ja, komm, ein bisschen Spaß musst du auch sein. Also Ferrari links vorbei. Wir kriegen's hin, jawohl, geil. Es war zwar super unnötig, dass wir das gemacht haben, aber wir haben uns dran gehalten. So, ich fahr wieder zurück. Was ist mit der Sonne los, Alter? Das ist ja richtig schlimm. Ja, vorne hast du rumgekommen. Ja, Bugatti EB110, Driftclubstraße. Der RSX, den ich gerade reingefahren bin, sofort umdrehen. Ja, mach ich gerade. Oh, da war ich doch gerade. Der kann gerade ausgefahren sein, kann auch abgebrochen sein. In welche Richtung? Driftclubstraße. Ja, wird Driftclubstraße sein, ich sehe keine Reifensporen hier.
Ja, ja, ich meine auch Süden, Norden. Norden. Okay. Also quasi Richtung Autobahnkreis, oder? Ist mir entgegengekommen, habe ich nicht gesehen. Wow, Alter, wie ist er da hingekommen? Ich bin da gerade lang gefahren, also in die gegengesetzte Richtung. Krasser Scheiß. Theoretisch kann er auf die Teststrecke abgebogen sein, glaube ich nicht, weil ich keine Reifensporen gesehen habe. Er könnte so gefahren sein. Ich fahre mal hin. Einen kleinen Verbindungsweg gefahren sein. Dann fahre ich jetzt mal weiter zur Mission. Ich fahre gerade weiter, ich fahre Fellow Männer. Okay. Augenscheinlich ist das irgendwas, was ich hier gerade tue. Oh. Mhm. Er ist nicht verloren, wenn er reingefahren hat, können wir sagen. Glück bin ich da gerade nicht draußen gefahren. Ja, das hätte ich wieder meine. Ist da gerade einer auf die Autobahn gefahren? Ich guck gerade Autobahn nördlich, okay. Aber da ist bis und jetzt auch nichts. Ich bin von mittlerer Flughafen auf Rennkreisel. Aber da war jetzt nichts, weil das wäre ja auch noch ein Weg gewesen. Oh Gott! Hab ich jetzt den Darius oder den Ray gemacht, wenn ich eine Brücke geknutscht habe? Beide. Oh, den Andi. Beide. Aber du musst gleichzeitig machen. Weißt du, plötzlich mit dem scheiß Heck. Also wenn du alleine gemacht hast, dann hast du den Andi gemacht. Ja, ich war alleine. Das ist so nicht korrekt. Den Andi machen in Kombination mit Brücke heißt links an der Brücke vorbeifliegen. Ja, ich fahr mal wieder zurück. Bei der ich bin wieder auf der ja, ich glaube auch. Ausgefahren. Dann gehen wir wieder auf Start, oder? Ja. Warte mal. Wie schwer es ist, eine Verfolgung zu starten, obwohl man weiß, wo jemand ist, hat man ja gerade bei der Runde bei Andi gesehen. Ja, das hat eine Zeit gedauert, bis sie dran wird. Naja, der Overwatch war ultra lange. So, richtig, keine Ahnung, der hat bestimmt 4 Minuten oder sowas oder noch länger. Da wahrscheinlich das war ich echt keine komplizierten Straßen gefahren bin. Nee, aber ja, wir hatten halt echt ganz woanders. Und wenn wir dann an dir dran waren, waren wir Heckantrieb an Einheiten. Ja, beziehungsweise halt. Nee, der erste, den wir entgegenkam, war ein RS6 in den Highlands. Ja, das war ich. Das war Ray. Der hatte schwierige Bahn. Da habe ich auch keine richtige Verfolgung gehabt, sondern habe ich dich auch direkt verloren. Und okay, also das hatte ich ihn nicht als Verfolgung gewertet, nur fürs Interesse. Nee, also es zählt schon eine Verfolgung. Also quasi, dass beide Punkte quasi auf der Map sozusagen nah beieinander in dieselbe Richtung gehen. Also nur das Entgegenkommen zählt nicht als Verfolgung. Okay. Also abgebrochen, dich auf der Karte zu verfolgen, haben wir, als du bei der Windparkstraße beim Wald auf Hauptverbindung rausgekommen bist und wir dann mit dem M4 und Camaro hinter dir waren und du dann links zum großen Berg abgebogen bist. Da hat der Overwatch jetzt abgebrochen? Ja. Da war, glaube ich, so der letzte Punkt. Aber das könnt ihr jetzt Rauschi am besten sagen. Ja, genau. Da, wo du quasi von dem Windpark Waldseite auf die Hauptverbindungsstraße drauf bis rechts rum und dann wiederum links rum dann Richtung den Berg über den Schotterweg da war, wo wir abgebrochen haben. Weil wir da waren, war dann dran. Zum ersten Mal so richtig. Aber habe ich trotzdem direkt wieder verloren. Ja. Nee, wir haben keine richtige Verfolgung hinbekommen. Ich dachte tatsächlich, dass unsere Begegnung dann schon der Punkt war, wo die Verfolgung abgebrochen hat. Weil ich habe dich direkt schon wieder verloren. Ohne Rauschi hätte ich nicht mehr gewusst, dass du wieder nach Süden gefahren bist. Ja, okay, für mich war halt die Geschwindigkeit nicht groß genug, dass du mich sofort wieder verlierst. Deswegen dachte ich. Ja, genau, klar. Aber deswegen sage ich ja, das muss dann halt, das muss dann halt wirklich im fairen, angemessenen Rahmen halt sein. Okay. Klar, man darf es halt auch nicht super ausnutzen oder so, aber das war ja wirklich, also wir hatten ja wirklich keine Verfolgung zu dir. Wir wussten ungefähr, wo du bist, aber mehr halt nicht. Was macht Arian? Ganz schön, wenn man so eine Hausfahrerin in einem KI-Fahrzeug knutscht. Ey, die Sonne ist echt pervers, ey. Ich glaube, das ist gleich eine Supernova, die hier abgeht, ey. Da muss aber nur bei dir sein. Ich weiß auch nicht, was los ist. Nee, bei mir scheint es halt genauso hell. Klimawandel. Bei mir ist es auch hell, aber es ist. Also, wenn ich jetzt auf mein Design gucke, das Weiß ist strahlt schon übertrieben hell. Ja. Okay, krass, mein Weiß strahlt schwarz. Ist gerade Nacht. Alter, du bist doch verrückt, bist du. Da kommt vielleicht musst du mal das Auto putzen. Aber wir haben wir gelernt, in Safe the VIP, dann fährt er schneller. Komm zu Hause, na ganz schön.
Also ich habe jetzt niemals hier zu Hause angesehen. Naja, okay. Ich darf ja gleich Luki Luki Ware. Da waren wir schon drauf, Luki Luki. So, ich mach mal Luki Luki. Ja, darfst du. Und verrat uns, wer der böse Bube ist. Aber hallo, das ist ja was, sowas von. So. Krass. Ja, also, er ist hier. Naja, es ist tatsächlich gerade Autobahn zwischen mittlerer Abfahrt und Tunnel auf Abfahrt, fährt Richtung Süden. Also quasi in Richtung Ace zu. Ja, erzählt euch gleich. Welche Seite? Jetzt ist er an dir schon vorbei. Ist jetzt im Tunnel. Dann wach auf meiner Seite. Ja, ich sehe ihn nicht fahren. Im ersten oder zweiten Tunnel? Den ersten von Norden her gesehen. Also er fährt auf mittleren Kreisel zu, das heißt, Ryder, ich würde mal umkehren an deiner Stelle. Und genau, Chintera auch in die Richtung, ist schon mal gut. Er fährt auf mittleren Kreisel zu? Ja, auf den südlichen meine ich, sorry. Ja, doch, ist doch nicht so. Hat nochmal umgedreht, ey. Ja, ja, sorry, das war meine falsche Ansage, Entschuldigung. Also Richtung Süden. Keinen Sichtkontakt. Ja, 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 ist jetzt gleich am südlichen Kreisel. Ist jetzt am südlichen Kreisel. Wo fährt er lang? Fährt Richtung, nee, fährt tatsächlich Richtung, immer noch südlicher Kreisel. Fährt jetzt Goliath, fährt jetzt gerade Chintera entgegen, genau. Ist noch keine Verfolgung. Schneller. Ich will vor der Kreuzung wieder umdrehen. So, ja, das ist noch nicht. Ja, da. Das wird noch weg. Ja, Moment, dann können die Cayennes doch auf der Goliath-Strecke eine Straßensperre machen. Da genau, unten an der Brücke. Nicht. Ja, jetzt sofort. Da ist ja noch keine Verfolgung. Also, noch, ihr seid ja noch nicht richtig dran. Ihr seid ja noch, keine Ahnung, 500 Meter weg. Bei der Brücke. Ich stehe auf der Brücke. Sind gleich bei Date. Es lädt noch. Er kommt. So. Ist vorbei. Oh, shit, hatte ich vorhin voll getroffen. Fährt ja, geradeaus weiter. Jetzt ist eine Verfolgung. Wir sind in Broadway drin. Ich mach mal die Filter. Ich komme vom Festival. Biegt er da ab? Zu lang geladen, sorry. Achtung, er fährt weiter in Richtung Taxistraße vorerst. Taxi, das ist ja ganz woanders. Nein, wir fahren quasi die Goliath-Richtung einfach weiter. Ja, okay. Wir sind jetzt Richtung gleich bei der BWD. Einfach Goliath-richtige Richtung. Okay. Wir können uns doch jetzt auf Ambleside sporten, nicht? Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das machen, ja. Ja. Also die Standardeinheiten. Oh, ja, ja, klar. Oh. M4 links, Camaro. Bitte vorbei. Ambleside. Gut, oder? Ist abgebogen auf die... Oh Gott. Koala-Straße. Oh. Fuck. Ach, genau deswegen hasse ich die Map. Musste ich auf die Map gucken wegen dem Straßennamen und bin im Baum gehangen. Handy weg während der Autofahrt. Deswegen habe ich die Map gar nicht offen. Die habe ich im Kopf gespeuert. Auf die Koala-Straße hast du gesagt? Das sagte ich, ja. Okay, ich bin jetzt halt Anfang Koala-Straße, Ende Frischstraße und fahre jetzt runter. Ah, mir ist entgegengekommen. Wo, bei Festival oder wo? Koala-Straße, Anfang Koala-Straße, Ende Flussstraße, er fährt Richtung Norden die Flussstraße hoch. Welche jetzt genau, West oder Ost, kann ich nicht sagen. Oh. Schau mal die Ost, der M4 fährt vielleicht einfach mal die West. Dann haben wir da beides. Okay, ich fahr mal über die Serpentinenstraße da. Ja, das wäre sicherlich auch gut. Da komme ich mal hoch. Mir fällt gerade auf, wir hätten den Präsidententimer proportional anpassen müssen. Auf 7,5 Minuten. Ach Quatsch, Aventador-Timer. Achso, ja, wir fahren ja nur 20 Minuten. Stimmt, ich hab's hier ganz so verplant. Ja, dann mach ich jetzt einfach eine Minute nochmal. Ist doch kein Problem. Wo kommen wir da hin? Ja, stimmt, wir machen ja eine 20-Minuten-Runde. Hab ich jetzt schon voll wieder vergessen. Ray, welche Höhe bist du jetzt, weil du selbst die Straße wolltest? Ich bin jetzt gleich auf der Flussstraße. Da okay. Fährt auch gerade was, aber das sind, glaube ich, Cops, ne? Ja. Das sind Cops langgefahren. Oh. Sorry. Die jetzt. Darius, bist du jetzt schon wieder gegen der Polizei? Nein, diesmal nicht. Das war jetzt nicht mal der M4, okay. Wollte schon sagen hier. Ja, soll ich dann bei 15 wieder, oder? Ja, das andere ist Schwachsinn. Ja, ist klar.
Fährt auf der Westseite gerade einer beim Staudamm? Der Ray fährt dort. Okay. Von West und Ost dann. Ostseite, Entschuldigung. Ja, das bin ich. Okay. Auf welcher Seite fahren wir in Großbritannien? Camaro? Auf der mittleren Spur. Okay, ich halt an. Mann, du, ist das ein Stress hier. 30 km/h leistungsschwache hier. Also, Kinders, auf, Bosse. Uf, Bosse. Tatsächlich ist Andi super nah dran. Ist jetzt nämlich gerade Granichstraße, fährt Richtung Große Bauernstraße, ist noch nicht auf der Autobahnbrücke. Okay, verbiegt vorher ab Richtung Autobahn auf Abfahrttunnel. Einfach weiterfahren, Andi. Go, 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 geradeaus. Also für die nächste rechts dann, Andi. Aha. Ja, fährt tatsächlich runter auf Autobahn Richtung Norden. Ja, fährt Autobahn Richtung Norden. Also wäre es sinnvoll, wenn die Standardeinheiten mal sich zu Castleview teleportieren, da seid ihr viel, viel schneller am Schlagpunkt. Habe ich schon. Ja, einer hat es nämlich gemacht. Ja. Fährt Richtung jetzt mittlere, also Flugplatz auf Abfahrt Autobahn. Ist jetzt gleich da, weiß aber noch nicht, ob er abfährt oder nicht. Ja, doch, fährt ab, direkt links, Richtung, mal gucken, was er macht. Er fährt tatsächlich Richtung, er fährt weiter, Richtung Norden, Autobahn. Ja, dadurch kann ich aufholen. Soll ich ein bisschen langsamer machen, dass wir mehr Einheiten rankriegen? Nee, du bist noch weit genug weg. Das sind mindestens noch 2 Kilometer. Ja, ist jetzt quasi genau in der Mitte zwischen mittlerer Kreisel und Autobahnab-Auffahrt. Ist gleich mittlerer Kreisel. Ist jetzt mittlerer Kreisel, fährt weiter nach Norden. Nee, du bist die schnellste, neben mir die schnellste Einheit. Also wenn, dann muss eh du dran sein. Also er fährt auf jeden Fall nach Norden durch. Ich sag dann, sobald es was Neues gibt. Breaking News. Kreisverkehr im Norden fährt oben lang am Kreisverkehr. Fährt quasi mit dem Uhrzeigersinn. Fährt Andi jetzt entgegen. Ja, fährt die Autobahn wieder zurück. Nee, doch nicht. Nee, er macht, glaubt, den Andi. Ja, fährt nochmal den Kreisel mit in Uhrzeigersinn. Er macht den Andi. In Uhrzeigersinn. Fährt jetzt Edinburgh rein. Dann an der er kann ja nur in Richtung Kängurustraße. Er muss jetzt abbiegen nach unten. Ja. Also zweiter Knick, Kängurustraße, Cayenne-Straßensperre. Nee, macht's in der Kreuzung, ey. Macht's an der Kreuzung, die da ist. Dann habt ihr genug Zeit. Macht es jetzt an der Kreuzung, die da ist, diese T-Kreuzung mit Schotteranbindung. Nee, der ist schon vorbei. Ja, das. Warum macht ihr so knapp? Das ist totaler Schwachsinn, ey. Als Cayenne müsst ihr richtig weit weg, weil bis ihr geportet seid, da geht super viel Zeit drauf. Das Problem ist, ich habe jetzt auch ordentlich Schaden, weil ein Audi meinte, die Aussage zu ignorieren, dass er nach Edinburgh reinfährt und ist mir voll reingefahren, wie ich abbiegen wollte nach Edinburgh. Ja, aber Edinburgh ist doch normalerweise Sperrzone. Nein, das kleine Stück nicht. Ja. So, ist jetzt Bermuda-Dreieck, fährt Richtung Süden. Ich könnte ihn kriegen. Ich muss mich reparieren. Ja, reparier dich. Ist eh keiner dran, der ist komplett alleine. Ist jetzt gleich jetzt bei unten? Der südlichen Punkt der PXA-Teststrecke, kommt jetzt gleich in diese Kreuzung ran. Fährt jetzt nach Süden runter. Nein! Oh, fast. Fährt jetzt auf die Driftclubstraße zu. So, jetzt da darf er nicht rennen, das ist keine aktive Verfolgung. Fährt Richtung Staudamm, also Fluss Ost runter, Richtung Süden, Richtung Hauptverbindungsstraßenkreuzung. Ist jetzt Hauptverbindungsstraßenkreuzung. Fährt weiter die östliche Flussgedönse runter. Oh, ich bin so nah dran. Oh, und doch so fern. Oh, auf die Straße. Vielleicht fährt er ja gleich bei mir vorbei, wäre ja lustig. Dann würde ich aber abbrechen. Der macht halt nichts anderes, als seine Topspeed ausfahren. Ja, so, okay. Audi an Fluss, lass mich bitte links vorbei. Also ist am schon längst vorbei, kommt jetzt gleich zur ersten Brücke. Also ist in der Nähe von Date jetzt. Ah, scheiße, ja, ich hab ihn. Frontal.
leicht, ja, nicht Fotomodus. Naja, also für das, was er so schnell dabei da fährt, glaube ich nicht. So, ja, ist jetzt an der Brücke, fährt über die Brücke. Nee, der wird jetzt Cottage, mach Kingfisher Cottage zu. Der wird da safe reinfahren. Zwei Einheiten, die Schaden haben, müssen da hin. Ja, ich habe Schaden. Ja, nochmal jemand, jetzt sofort. Naja, kein Schaden. Dann mache ich das. Ja, beide jetzt hin. Der wird safe da reinfahren. Schneller, 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 schneller. Der ist gleich da. Also ich bin dort. Nochmal einer. Ja, okay, das schafft ihr nicht mehr. So, jetzt. Steht auf. Nee, er fährt weiter. Okay, egal, aber ihr müsst stehen bleiben. Ist Overtime. Ihr müsst stehen bleiben. Ach so. Okay, er fährt weiter Richtung Festival. Ist jetzt Serpentinenstraßen. Ich pauke drauf, dass er nach Festival fährt. Ja, er fährt nach Festival jetzt. Nach Süden runter. Ja, der wird Festival dann reinfahren. Ich kann mich porten zum Zustellen. Ich porte mich auch nach Festival. Welche Einheiten stehen gerade schon? Also sind raus aus der Verfolgung? Nur die zwei da oben. M4 ja. Und ein R6. Okay. Also wenn ihr Festival macht, dann jetzt, weil er es schon ja, jetzt Festival. Einfahrt. Festival bin ich. Ein Kajan. Ist dann raus. So, einer steht. Fehlt noch einer. Okay, er ist drin. Hat's geschafft. Als nächstes halt. Ey, sind noch zwei da? Nee, sind die zu zweit? Echt? Wir sind zu zweit. Okay. Gerade als er angefahren kam hinter mir, ist der Kajan gespawnt. Ja, wir stehen aber nicht ordentlich. Ja, also dann. Ja, das gut. War zu spät. Schade. Klüstrumpf! Der Kajan war noch nicht wirklich da, gell? Nee, nee, das ist alles legitim. Genau. Ist wie immer da weg. War ich okay. Aber gerade gespawnt. Ja, also nicht in die Stadt. Ja, genau. Also du halt warst, das Haus war, Festival war noch nicht zu. Nee. Nee, also das ist okay. So, das glaube ich, da fehlt uns einfach, das ist auch kein Vorwurf von gar keinen. Ich glaube einfach, das ist noch sehr viel Übung, die wir brauchen, was das Zustellen angeht. Ja. Bis wir uns mal endlich einig sind, wer sich jetzt spawnt, beziehungsweise teleportiert. Und bis dann teleportiert wird, ist meistens schon zu spät. War ja bei Kingfisher schon knapp. Deswegen wollte ich gerade wissen, welche Einheiten da stehen, weil wenn das geklappt hätte, jetzt das Zustellen, hätte ich als nächstes gesagt, die beiden Camaros. Dann steht da keine Verwechslungsgefahr. Genau. Das bei Kingfisher hätte ich tatsächlich schon rein können, aber da dachte ich mir, das darf ich nicht. Ja, doch, darfst und du, aber da standen auch zwei. Hättest du nicht geschafft. Okay, ja gut. Die haben es rechtzeitig geschafft, aber also auch da nochmal für die Zuschauer, ne, zugestellt ist zum Beispiel das, was ich jetzt hier mit dem Cayenne mache, so hintereinander oder Motorhaube an Motorhaube oder wie auch immer, das ist alles dann zugestellt, nur einfach da stehen, das zählt halt dann leider nicht. Und das ist dieser Ferrari, den er da gefahren hat, okay, alles klar. Ja, ich verstehe. Wow. Verstehe, alles klar. Gut, das war jetzt mal eine längere Aufgabe, war aber auf jeden Fall spaßig. Wir werden auf jeden Fall nochmal definitiv ein bisschen offscreen ein paar Sachen, Kleinigkeiten weiter testen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus und dann bis zur nächsten Multiplayer-Ausgabe. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.